Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder eine Betonage. Und zwar hier kann man ein bisschen die Pumpe durchspickeln sehen. Es werden an den Deckenplatten zwei Abschnitte betoniert. Also die Deckenplatten der Feschbergstüble. Und das kann man hier leider nicht mehr oder besser sehen. Trotzdem möchte ich mit der Folie beginnen, wie immer. Ja, und ich bin gespannt, ob die Pumpe auch noch hier rüber schwenkt, um diesen Deckenplattenabschnitt auszugießen mit den Oberlichtern, wie wir hier sehen. Aber ich glaube das noch nicht. Das sieht aus, als wird noch daran gearbeitet. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns mal K23 an. Da ist ja einiges an Baustahl jetzt schon reingekommen. Man sieht also, das Grau verschwindet langsam von der Schalung durch den dunklen Baustahl. Und naja, die Bezeichnungen, die kann ich jetzt langsam mal rausnehmen. Man erkennt sie ja nicht mehr. Also hier ist die Galeriestütze und hier ist die Wandstütze für K23. Die Bezeichnungen dürfen jetzt in Ruhestand gehen. Und hier drüben, R8, da sehen wir die Armierung mit den Abstandshaltern, also mit dem 12er Baustahl, 12 mm Baustahl ist drin. Entsprechende Aussparungen für die Beleuchtung der Verteilerebene sind gesetzt. Und hier ist dann auch schon zu sehen, 32 mm Baustahl wird verlegt vorbei an K17, der ein bisschen geschnitten ist hier. Aber wenn dann mal D8 gebaut wird, können wir das auch gut beobachten. Und rüber zu ja, dieses freie Feld. Da hoffe ich, sehen wir bald die Gitterstrukturen für die Glasaugen zu sehen. Ja, und hier kann man reinschauen. Südeingangsbereich. Da wieder jetzt der Aushub, die Verfüllung rausgenommen. Schauen wir uns auch noch auf der anderen Folie an. Die Webcam, die hier installiert ist. Aber erstmal die Webcam von der alten Bahndirektion, also Bundesbahndirektion Süd genannt. Und da sehen wir hier die Gegenlicht entsprechend schlecht, aber man erkennt es dann schon deutlich, wenn man reinzoomt. Die Pumpe, also die beiden Abschnitte hier. Und wie gerade angesprochen, der hier steht als nächstes an. Und natürlich, hier ist auch schon einiges mit der Schwindgasse vollständig erledigt. Also das Stückle hat jetzt die Schalungen drin mit Feinschliff, wie wir sehen. Und Moment, hier das Seitenwandelement oder der Seitenwandabschnitt auf Bahnsteig 2 mit dem Durchgangstunnel zum Notausgang hier. Das ist armiert, so wie es aussieht. Und hier, das sieht auch komplett fertig aus. Holzkantung ist rum. Und die Schalung ist vollständig angelegt. Ebenso bei D14 das Stückle bis zum Kran. Sieht auch vollständig aus. Also ich nehme an, morgen gibt es wieder eine Betonage.
Jetzt gehen wir noch zum ITS mit der Webcam, die hier installiert ist. Blicken wir auf den zukünftigen Manfred Rommelplatz. Aber ich habe ein bisschen zu viel versprochen. Erst nochmal auf die Schadungsfolie. Also das ist jetzt hier korrigiert. Nur noch zwei, wobei das eine der Mitteleingang ist. Wird also was Größeres. Und hier unten bei K11, da bin ich gespannt, ob hier noch was passiert. Wenn ja, dann mache ich ein Update im PDF. Das ist in der Videobeschreibung zum Laden. Ja, und hier haben wir bemerkt, beim Video von dem Steg aus, dass es hier langsam losgeht mit dem Fundament. Also die Pfahlgründungen sind ja schon lange drin. Die wurden mit den anderen gebaut und diesen kleinen Flügel geht es vielleicht bald an. Wir werden sehen. Und das ist hier dieser Abschnitt, den ich gerade angesprochen habe, der entsprechend diesen Mitteleingang abdeckt. Und das sind die beiden, die wir jetzt sehen in der Betonage und das schauen wir dann noch. Was heute noch passiert. Irgendwo habe ich mal gesehen, es gibt mehrere Treppen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das wirklich überall zwei sind. Das werden wir dann entsprechend korrigieren. Jetzt, wie besprochen, Kamera vom ITS. Hier sehen wir R8. Ja, ich nehme an, in den Kameramodulen sind ja immer Nacht- und Tag-Kameras drin, Nacht mit Infrarot. Vielleicht ist die Tag-Kamera ausgefallen und jetzt ist nur noch Nachtmodus. Aber man sieht genug. Hier die Aussparungen für die Galerie, für die Verteiler. Steg, Verteilerebene-Beleuchtung. Die Abstandshalter und hier der 32 mm Baustahl. Hoppla. Und hier, das kann jetzt langsam auch in Ruhestand gehen. Noch rüber. Und hier hinten ist gerade die Betonage. Ja, und die Nachtkameras haben einen kleinen anderen Winkel. Deswegen muss man hier ein bisschen nachkorrigieren. Jetzt noch ein Blick, wie vorhin angesprochen, auf den Südeingangsbereich. Also hier ist ja der Südeingangs Tunnel. Da geht es auf die Verteilerebene C, die ja jetzt eine Webcam hat, leider seit Ende Februar nicht in Betrieb. Und hier ist diese Treppe auf diese Ebene. Und ja, mal schauen, wie viel Treppen in den anderen Bereichen, wie viel es da braucht, eigentlich nur eine. Nämlich hier unten drunter ist die zum Bahnsteig 1 und das ist jetzt schon freigelegt. Wir können uns erinnern, hier sind U-Steine drauf auf der Dichtung, denn da ist dieser kleine Personentunnel vertieft in der Deckenplatte von BA19 und zum Schutz wurde das dann mit U-Steinen abgedeckt, also die Gummidichtung, die hier entlang läuft. Und ja, jetzt wird es freigelegt und dann kann man den Personentunnel drüber bauen. Vier kleine Personentunnel und der Hauptausgang, Eingang. Noch ein Blick beim Flughafen. Da sieht man schon die Struktur der Eingangshalle, also hier wird an der Bodenplatte gearbeitet. Ich schätze, da gibt es auch bald eine Betonage.
Und hier ist vorbereitet fürs Betonieren der Innenschalung. Da wird also oben der Mischer angesetzt und dann wird es in deinen Mischer unten fließen lassen und dann kann der rein und den Schalungswagen entsprechend bedienen. Ja, und das hier ist der Vortriebsstand vom 6.3. Und aktuell sind wir auf dem 13.3. Es ist noch nicht ganz geschlossen, obwohl es hier so aussieht, als wäre das fertig. Aber vielleicht wird jetzt nur noch von der anderen Seite der Vortrieb stattfinden. Das kann natürlich sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis morgen. Ciao.